Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zur dritten und letzten Etappe auf dem Weg nach Konstanz. Und gleich vorneweg, ich habe ein bisschen schlechte Nachrichten. Ich musste ja ich habe das quasi nicht am Stück aufnehmen können, sondern ich habe das Szenario einfach gespeichert hier in Radolfzell. Bin dann losgefahren hier wieder heute, also tags drauf. Und vor Konstanz ist scheinbar das Szenario mehr oder weniger kaputt. Also ich versuche es jetzt einfach nochmal in der Hoffnung, dass das vielleicht einfach nur irgendwie blöd gelaufen ist und das Ganze jetzt aber funktioniert. Aber scheint wohl so zu sein, dass ein KI-Zug nicht losfährt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich vermute schon mal, dass es daran liegt, dass ich das, also die Aufgabe eben mittendrin gespeichert habe. Spiel beendet und jetzt mache ich halt am nächsten Tag die Fahrt fertig. Aber ja, wenn es ganz blöd läuft, kommen wir einfach nicht bis nach Konstanz, sondern eben eine Haltestelle davor namens Petershausen. Weil da ist halt einfach ein Rotsignal und wenn der Zug aus Konstanz kommend nicht losfährt, dann wird sich das halt auch niemals ändern und überfahren kann man das Signal einfach nicht, weil dann ist die Aufgabe halt einfach automatisch beendet. So, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das war jetzt einfach nur blöd gelaufen beim ersten Versuch, aber mal schauen. Also das kann natürlich schon sein. Ich hatte in der Vergangenheit noch keine Probleme damit, ein Szenario zu speichern, den Fortschritt zu speichern und dann einfach irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt das einfach weiterzufahren. Aber hier hat es mich jetzt möglicherweise doch tatsächlich mal erwischt. Schauen wir mal, wir werden es rausfinden. So, na immerhin, immer noch keine Zwangse bekommen, ne? Okay, war jetzt auch nicht das herausforderndste Szenario, aber es ist mal ein bisschen Balsam auf die Seele, muss ich zugeben, ja. Nach doch relativ peinlichen Fahrten in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, bin ich schon ganz froh, wenn es mal ein bisschen flüssiger durchrutscht hier das Ganze. Ich bin jedenfalls guter Dinge, dass das tatsächlich mal eine komplette Fahrt mit null Zwangsen werden wird. Nur ob wir die 125 Punkte noch ins Ziel bringen werden, das sei mal dahingestellt. Aber es ist ja ohnehin fraglich, ob wir überhaupt bis Konstanz kommen. Wäre ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, wenn das jetzt tatsächlich immer noch quasi verbuggt wäre und der verdammte Zug nicht losfährt, aber meine Güte, dann ist es halt so. Was haben wir hier? Ein Campingplatz? Macht den Eindruck, ja. Nächster Halt ist Allensbach in knapp 2 Kilometern.
Und so langsam, glaube ich, kann ich den Bodensee sogar schon riechen. Es sieht auf jeden Fall nach Bodensee aus, finde ich. Ich kann gar nicht so wirklich sagen, woran ich das festmache. Also ich war da erst vor ein paar Monaten, zwar nicht auf dieser Seite, sondern halt da so Lindau die Ecke da, Wangen und so. Aber wir sind schon auch ein bisschen das Seeufer entlang gefahren. Und das kommt schon hin auf jeden Fall. So, wir erreichen Allensbach, wo ich auch noch nie war. Mal wieder eine Premiere hier im Train Simulator. So, das müsste passen. So, potenzieller Kandidat für ein Vorschaubildchen. Also die Waggons finde ich schon auch recht gelungen, muss ich sagen. Auch hier mit dem Trittbrett, was auch noch animiert ist und mit hochfährt. Das ist schon nicht so verkehrt. So, weiter geht's. Nächster Halt und möglicherweise der letzte Halt, wir werden es gleich rausfinden, ist dann Konstanz-Petershausen. Wundert ein bisschen, dass es hier keinen Schallschutz gibt. Hätte ich jetzt fast erwartet, aber ich weiß halt auch nicht, wie das geregelt ist. Wann quasi Schallschutzwände zwingend aufgestellt werden. Gibt es da eine Mindestgeschwindigkeit oder irgendwie eine Mindestfrequenz an Zügen, die da in einem bestimmten Streckenabschnitt durchfährt? Müssten die Häuser vielleicht ein bisschen näher an der Strecke sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Soll mir aber recht sein, weil dann sieht man einfach ein bisschen was von der Strecke. Aus virtueller Triebfahrzeugführersicht begrüße ich das Fehlen von Schallschutzwänden generell eigentlich schon. Ich mag das einfach nicht, wenn man so eingemauert ist. Dieses Nietzsche, na. Ja, diese Bahnsteiganordnung, wie wir es gerade eben schon wieder gesehen haben, das scheint hier sehr, sehr üblich zu sein in der Ecke. Kommt mir so vor. Nucklige Gärtnerei hier rechts im Bild, wie ich finde. Auch nett umgesetzt. So.
So, und das müssten ja dann theoretisch auch quasi schon die Ausläufer von Konstanz sein. Der Stadtrand sozusagen. Schaltwerk mal schnell ablaufen lassen, sonst wird er mir gleich wieder zu schnell. Okay, passt. Passt, alles gut. Was sagen die Signale? Okay. Das sieht gut aus. Langsam zusehen, dass ich langsamer werde. Ein paar Kilometer noch. So, da sieht man es jetzt schon an dem Vorsignal. Das müsste ja. Ist das HP2? Ich glaube, nee, HP0 ist halt, ne? Genau. Das wird mir ja schon signalisiert hier, dass das nächste Hauptsignal auf Rot steht. Und das war eben genau das Problematische. Das Problemsignal. Von dem ich denke, dass es einfach dadurch, dass ich das Szenario gespeichert habe und dann eben das Spielen am nächsten Tag wieder erst weiter gedaddelt habe, dass da irgendwas in die Brüche gegangen ist, einfach in diesem Szenario. Gehe ich mal schwer von aus. So, wir erreichen Konstanz-Petershausen. Gibt es im Münchner Umland auch in Petershausen. S-Bahn-Endstation. So, ja, ich befürchte halt wirklich stark, dass das hier einfach jetzt nicht mehr weitergehen wird. Wir schauen einfach mal. Kann natürlich sein, dass wir auch, dass es vorgesehen ist, dass wir ein bisschen warten, aber wenn jetzt hier nichts passiert, dann schauen wir uns das Ganze vielleicht einfach mal mit der freien Kamera zumindest an. Mal sehen. Ansonsten wird sich sicherlich früher oder später nochmal die Gelegenheit ergeben, Konstanz ein wenig zu erkunden. Beziehungsweise dorthin zu fahren oder eben dort irgendwie eine Aufgabe zu beginnen. Potthässliche Bauten, wenn ich das sagen darf. Also das sieht ja wirklich nicht gut aus. Dann noch die Farbe dazu, also Aber das ist wohl Geschmackssache. So, also wir dürfen theoretisch, ich fahre jetzt zumindest mal bis davor. Und dann schauen wir halt mal. Klar, es gibt auf jeden Fall Szenarien, wo längere Aufenthalte auch mal mit eingebaut sind, wo das ganz normal ist, aber ich hatte mir das ja schon angeschaut vorhin und ich gehe mal davon aus, dass da einfach ein KI-Zug einfach nicht losfährt. Der wird halt nicht getriggert oder was weiß ich. Kenne mich da ja nicht wirklich aus. Aber das sah beim ersten Versuch schon sehr danach aus, als würde der da halt einfach stehen. Und er hatte auch schon Ausfahrtssignal. Und es hat einfach nur den Eindruck gemacht, dass er einfach nicht losfahren möchte. So. Okay. Tabben bringt auch nichts, wie man sieht. Schauen wir doch mal. Hier wird es dann eingleisig.
Ja, deswegen, das wird einfach nicht funktionieren, wenn der Zug da in Konstanz einfach nicht losfährt. Schade eigentlich. Schick gemacht hier so die letzten Meter. Kann sich schon sehen lassen. Ja, sieht richtig gut aus. Auch hier mit diesem Wassergraben. Schön, schön, schön. Löst zwar unser Problem nicht, aber naja, gut. Schauen wir uns zumindest hier noch ein bisschen um. Ja, hier, also der rechte Zug ist, denke ich, der Problemzug. Ja, der dürfte, wie man sehen kann, HP2 müsste das ja sein, hier Langsamfahrt. Vielleicht ist er auch hier in der Bahnhofskneipe versumpft, die man hier links erkennen kann. Ja, der ist halt definitiv abfahrbereit, ne? Und der fährt halt einfach nicht. Das wird wohl das Problem sein hier. Kollege? Keine Reaktion. Tja, oh, da stehen aber auch noch schöne Waggons in der Gegend rum hier. Na gut, ist nicht zu ändern. Ich würde sagen, wir machen einfach Feierabend an der Stelle und Konstanz läuft uns ja nicht davon. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.